Ich glaube, das ist entweder in der Infobox oder in den Kommentaren verlinkt. Genau, da könnt ihr dann ganz individuell auf eure Frage, die euch interessiert, draufklicken. Und ich habe mir gedacht, dass ich diesmal auch vielleicht ein paar Trigger benutzen werde. Genau, und ich hoffe, es gefällt euch. Hier haben wir zum Beispiel mal den Quetschwein. Ich nehme das Mikrofon aber etwas näher vielleicht, damit ihr mich auch besser versteht, weil heute geht es ja auch voll einfach nur um die Fragen und um meine Stimme. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit den Fragen zum Thema YouTube. Und natürlich auch um ASMR, aber es geht halt wirklich auch vermehrt um YouTube. Welchen Content würdest du dann machen? Ah, ich habe immer so Angst, dass das irgendwie reißt. Mir ist ja schon mal ein Quetschbeutel kaputt gegangen. Auf jeden Fall, ich habe früher als Jugendliche und junge Erwachsene, also so 16 bis 20 ungefähr, immer mal wieder YouTube-Videos in den Bereichen Beauty und Lifestyle gemacht. Ja, kaum zu glauben, aber war, ich habe Beauty-Videos gemacht, Hauls und ja, so Schminkvideos, aber auch einfach so ein paar allgemeine Videos zu bestimmten Themen. Aber das war jetzt auch wirklich nicht sehr professionell. Ich hatte, glaube ich, höchstens 50 Abonnenten und ja, also ich habe das halt nicht sehr intensiv betrieben, hatte auch verschiedene Kanäle, habe dann zwischendurch alle Videos wieder gelöscht oder Monate Pause gehabt, wo ich einfach gar nichts hochgeladen habe. Aber ja, genau, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, ist Beauty jetzt bestimmt nicht mehr mein Thema Nummer 1 in meinem Leben. Ich glaube, ich würde eher so Videos in die Richtung... Es ist schwer zu sagen. Mich interessieren Themen wie Minimalismus, Slow Living, Nachhaltigkeit, Veganismus. Solche Themen, aber ob ich da wirklich viel drüber erzählen können würde oder wollen würde, ist die andere Frage. Was ich schon sehr gerne machen würde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel viel reisen würde, dass ich dann einfach so ein bisschen vlogge, die Eindrücke mit euch teile. Ja, das würde mich wahrscheinlich interessieren. Aber dafür muss man natürlich erstmal reisen. Genau. Die zweite Frage ist, wie stehen deine Freunde und Familie zu ASMR? Können sie es nachvollziehen? Also meine Freunde finden das eigentlich ganz gut. Also viele, okay, ich habe nicht viele Freunde, aber einige von ihnen, ja, finden es gut, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht. Aber schauen jetzt persönlich kein ASMR. Und dann gibt es aber so zwei, drei Leute, die mögen ASMR auch ein bisschen zumindest. Oder schauen zumindest ab und zu mal bei meinen Videos vorbei. Und das ist wirklich ganz lieb. Danke. Aber ich verstehe jeden, der auch wirklich gar nicht in die Videos reinschauen möchte. Ich habe zum Glück noch keine negativen Reaktionen in meinem Umfeld bezüglich meines Kanals bekommen. Jetzt ist gerade meine Speicherkarte voll gewesen. Also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das Glück habe, dass ich noch keine negativen Reaktionen in meinem Umfeld bekommen habe zu dem Thema, wofür ich sehr dankbar bin. Ich kann jetzt auch gut damit umgehen, wenn jemand ASMR nicht mag oder so. Solange die Person respektiert, dass ich es mache, dass es mir Spaß macht und es halt nicht ins Lächerliche zieht. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich es meiner Familie
es jetzt zufällig entdecken würden, dann mache ich da jetzt auch kein Geheimnis draus, sondern erzähle es ihnen dann einfach. Aber ich glaube, die können nicht so viel damit anfangen. Und ja, sagen wir mal, wenn ich es jetzt meiner Mutter oder meinem Stiefvater sagen möchte, dann würde ich hätte jetzt kein großes Problem damit, in ASMR zu erklären. Ich hätte mehr Probleme damit, ihnen zu sagen, dass ich ja mit Gesicht im Internet bin. Also nicht, dass sie es mir jetzt verbieten oder so. Ich bin 25, aber ja, ich weiß nicht, ob sie das so gut finden, wenn ich da jetzt im Internet zu sehen bin. Aber im Endeffekt ist es auch meine Entscheidung und ich glaube, sie würden es dann auch akzeptieren. Aber ja, ich würde jetzt nicht von selbst hinkommen und sagen, hey, ich mache ASMR. Ja. Die dritte Frage ist, wie stellst du dir deine zukünftige Karriere in ASMR vor? Also Karriere würde ich jetzt schon mal unter Anführungszeichen nennen, geben, weil ich es ja einfach nur als Hobby mache. Ich arbeite ja immer noch auf die 100, sage ich schon, auf die 1000 Abonnenten hin. Das ist so mein großes Ziel. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass ich ASMR irgendwann mal als Beruf machen werde, sondern ich glaube, es wird mein Hobby bleiben. Und solange ich Spaß dran habe, werde ich das auch machen. Heißt ja nicht, dass ich das für immer machen werde, aber jetzt mache ich schon seit über 2 Jahren ASMR und es macht mir immer noch Spaß. Genau, und was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht mal Wunschvideos zu drehen für Menschen, die mir dann ein bisschen Geld dafür spenden. Nicht in die komische Richtung gehend, auch nur Wunschvideos, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich auch vertreten kann. Genau. So ist das mein Plan etwa. Und halt auch viele Kollaborationen, viele neue Menschen kennenlernen. Vielleicht auch mal eine ASMR-Artistin oder einen ASMR-Artisten im echten Leben kennenlernen. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Steffi oder Sandra mich besuchen kommen würden und wir dann coole ASMR-Videos zusammen machen würden. Bist du stolz auf dich und deinen Kanal und bist du zufrieden mit ihm? Also ich bin schon stolz in dem Sinne, dass ich das überhaupt gestartet habe, dass ich mich das getraut habe, dass ich meinem Wunsch nachgegangen bin und meinem Gefühl, dass ich das gerne ausprobieren möchte, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich dran geblieben bin. Also ich mache seit über 2 Jahren fast jede Woche mindestens ein Video. Ich weiß, es gibt Leute, die machen 3 Videos die Woche. Aber ich finde es schon gut für mich, dass ich konstant fast jede Woche ein Video hochlade. Klar, es ist nichts Schlimmes daran, wenn man mal eine Pause macht. Und ich würde mir die Pause auch nehmen. Aber ja, ich bin verwundert oder so, wie sagt man das? Es gibt da so ein Wort. Egal, ich bin verwundert darüber. Erstaunt, meinte ich, dass ich sowas so lange durchziehen kann. Und da hilft natürlich der Spaß dabei, dass man dabei bleibt und eure lieben Kommentare. Ja, weil wenn keiner meine Videos schauen würde, dann würde es ja auch nichts bringen. Aber solange ein paar Menschen meine Videos schauen, mache ich Videos, solange es mir halt Spaß macht. Und ja, es gibt natürlich Dinge, die mir nicht gefallen an meinem Kanal. Manchmal zu chaotisch, man kann es auch authentisch nennen, aber nicht jeder Mensch, der authentisch ist, ist automatisch auch chaotisch. Aber gut, das ist halt einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber ja, ich habe immer wieder mal Zweifel, okay, das ist ganz normal wahrscheinlich und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zweifel als andere.
weil ich ja gerne ein unsicherer Mensch bin. Aber so wie es zurzeit läuft, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mir sind die Videoideen noch nicht ausgegangen. Ich mache immer wieder Kollaborationen, was mir richtig viel Spaß macht. Und mit meinem neuen Hintergrund, den ich jetzt gerade übrigens nicht habe, aber ja, mit meinem Hintergrund bin ich auch sehr zufrieden. Mit dem Schwarzen, mit den Lichtern, mit der Lichterkette. Die ich übrigens im Sale bei Müller gekauft habe. Könntest du mal ein ASMR-Video in der Natur? Zusatz. Einfach alles, was gut riecht.
sonst würde mir da eigentlich nicht so viel einfallen. Ja, aber das würde mich sehr reizen. Und ich würde es auch gerne ansehen. Nur man muss aufpassen, dass nicht sich jemand dann einen Spaß erlaubt und zum Beispiel sagt, riech mal das Lavendel und dann ist es Hundescheiße zum Beispiel. Oder faule Eier oder Schwefel. Also muss man aufpassen. Jetzt nehme ich mal diesen Trigger hier. Und zwar ist das so ein ganz süßes Täschchen, was ich geschenkt bekommen habe. Ganz flauschig. Wir kommen zu den persönlichen Fragen. Also zu den sehr persönlichen Fragen, weil die Fragen danach sind auch persönlich, aber nicht ganz so privat. Die erste Frage ist, wann hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich eigentlich so gut wie nie Alkohol getrunken habe. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte immer Angst vor Alkohol, weil ich Angst habe, dass mir schlecht wird. Und ja, genau, dass da vielen Leuten schlecht wurde von Alkohol, habe ich mir das auch nie, habe ich mich das nicht getraut. Und ja, also als Kind haben meine Eltern und ich, also wir waren manchmal im chinesischen Restaurant und da haben meine Eltern manchmal einen Pflaumenwein bekommen und meine Mutter hat dann so ihren kleinen Finger reingetunkt und mir zum Kosten gegeben. Und der war tatsächlich auch ganz lecker. Dann, da war ich so 16 oder so, war ich bei meiner damals besten Freundin und eine andere Freundin war auch dabei. Und die wollten mir rum andrehen. Das war so gruppenzwangmäßig, aber ich hatte so Angst davor. Ich wollte keinen Schluck trinken. Ich habe vielleicht genippt oder so, aber ich habe gesagt, wenn ich das austrinken muss, ich gehe nach Hause, weil ich wollte das nicht, dass sie mich zwingen. Dann haben sie es auch gelassen und ich habe dann auch einfach keinen Alkohol getrunken. Dann mit 18 oder 19 habe ich mal so Eresdorf probiert oder Breezer. Und dann ab und zu mal zu Silvester so eine Flasche Eresdorf oder Breezer, also diese kleinen Flaschen da mit Lime oder so. Ich glaube, die heißen Alkopops. Habe ich dann manchmal auch so zum Anstoßen gekauft, aber meistens habe ich dann auch nicht mal die ganze Flasche getrunken, sondern nur die halbe. Also ich meine jetzt wirklich die kleinen Flaschen, nicht diese großen 1 Liter, sondern wie viel ist da drin? Vielleicht 200 Milliliter oder so. Also wirklich nicht viel. Ich muss sagen, mir schmeckt Alkohol jetzt auch nicht so besonders. Und man hat dann so ein komisches, warmes Gefühl im Magen. Ja, aber es ist natürlich schon doof, dass ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie Bier oder Wein schmeckt. Ich würde es mir jetzt nicht selbst bestellen, aber ich würde vielleicht mal kosten, einfach um zu wissen, ja, wie schmeckt es eigentlich. Ja, genau, aber sonst bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Und ich verstehe diesen Gruppenzwang hinter Alkohol auch gar nicht, weil klar, wenn man es nicht übertreibt, ist es nicht schlimm, aber es kann schnell schädlich werden und gefährlich. Und bei Zigaretten würde ja auch heutzutage niemand mehr sagen, hey, du bist so uncool, weil du rauchst nicht. Deshalb verstehe ich nicht, warum es so als cool gilt, wenn man Alkohol konsumiert. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was hast du im Leben noch vor? Also was sind so meine Wünsche oder Ziele? Ich habe keine so riesigen Ziele, die ich unbedingt noch erreichen möchte. Ich möchte einfach ein schönes Leben, ein gesundes, glückliches, zufriedenes. Ich möchte gerne mehr lernen und mehr Wissen aneignen, vor allem im Bereich Psychologie. Und auch generell einfach zu verschiedenen Themen. Neues entdecken, neues kennenlernen. Immer offen für Neues bleiben, also offen für Neues sein und bleiben. Neugierig sein. Neue Menschen kennenlernen. Reisen und ja, ich hätte vielleicht auch gerne mal so ein kleines Häuschen, so eine Art Hecke.
Hexenhäuschen am Stadtrand sozusagen. Ja, solche Dinge. Worauf kannst du nicht verzichten? Also, ich würde jetzt sagen Luft oder so, aber das wäre natürlich eine doofe Antwort. Oder Essen und Trinken. Also, worauf ich nicht verzichten kann, ist, blöd gesagt, sind es soziale Kontakte. Obwohl ich nicht viele Freunde habe und ein introvertierter, schüchterner und unsicherer Mensch bin mit sozialen Ängsten, ist es ja doch so, dass wir Menschen Herdentiere sind. So blöd sich das auch anhört. Alleine geht es uns nicht gut. Einsamkeit kann sich auf den ganzen Körper und auf die Gesundheit auswirken. Da gibt es viele Studien dazu. Weil früher waren wir von der Gemeinschaft abhängig. In der Steinzeit ist man gestorben, wenn man nicht mehr in der Gruppe dabei war. Deshalb tut Einsamkeit ja auch so weh. Und ja, deshalb würde ich sagen, soziale Kontakte. Was denkst du, wie du auf Personen wirkst, wenn sie dich das erste Mal sehen? Ich denke, ja, schüchtern, unsicher. Ja, vielleicht auch natürlich. Unscheinbar. Sowas in der Art. Manche würden vielleicht auch sagen, ich wäre langweilig. Keine Ahnung. Wie geht es dir gerade, also mental und körperlich? Also mir geht's soweit ganz in Ordnung. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Klar, es gibt immer Sachen, die könnten besser sein, aber so im Allgemeinen geht's mir ganz okay. Danke fürs Zuschauen.